In der Mindbox Berlin fand der Demo-Day des auslaufenden dritten Batches gemeinsam mit dem Selection-Day des kommenden vierten Batches statt. In der aktuellen Runde wurden vor allem Unternehmen gefördert, die das Kundenerlebnis in den Bahnhöfen verbessern. Dazu gehören die smarten Schließfächer von EasyLocker, der CityTree von Green City Solutions sowie Porridge2Go von Haferkater. Nach bereits drei erfolgreichen Runden hat die Deutsche Bahn für den vierten Batch ihres Accelerator-Programms Startups eingeladen, die vor allem die Entwicklung technologischer Innovationen im Bereich Infrastruktur, Transport und Logistik beschleunigen sollen. Wir bei Holoplot haben ein komplett neues Audiosystem entwickelt, mit dem wir in der Lage sind, Schallwellen zu richten wie ein Lichtstrahl. Wir sind MotionTag und wir haben die Vision, dass wir an Seamless Ticketing arbeiten. Das heißt, wir wollen es möglich machen, dass Leute öffentlichen Verkehr benutzen können, so einfach wie sie Free-Floating Carsharing benutzen. Our startup is about train safety and security. We are putting electro-optic camera on top of the locomotive. It's infrared and video. We are looking thousands of meters ahead of the train. We detect any obstacle and we give alarm to the driver and to the command and control center. Es hatten sich ja 13 in die Endrunde katapultiert oder hatten es sogar reingeschafft. Und jetzt war es für uns schwer, da noch eine Aussortierung zu treffen, weil das alles schon so gut vorsortiert war. Es war klar, das waren alles Projekte, die man irgendwie hätte umsetzen können, die alle irgendwie mit dem Geld was Gutes angefangen hätten in 3 Monaten. Und dann haben wir gesagt, wir einigen uns auf 6, aber irgendwann war klar, wir müssen uns auf 7 einigen, weil es doch so viele Projekte waren, von denen gerade die, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, gesagt haben, das ist genau das, worauf wir gewartet haben und was wir echt total gerne mal ausprobieren würden. Den Startups, die es weitergeschafft haben, wird mit einem Preisgeld von 25.000 Euro auch finanziell unter die Arme gegriffen. Mit der Förderung ermöglicht die Deutsche Bahn Startups seit gut einem Jahr eine schnelle Umsetzung ihrer digitalen Lösungen und Geschäftsmodelle. Ich würde sagen, für mich war es eine Art frischer Wind auch mal zu sehen, so wie geht eigentlich ein Konzern vor, den es schon so lange gibt und der sich aber natürlich auch erneuern muss. Und wie offen ist er eigentlich? Was lässt er zu? Wen lädt er ein, bei sich zu sein? Und das war eine tolle Erfahrung. Und wie geht es jetzt für die Gewinner weiter? What we're going to do is we're going to sit with Deutsche Bahn and learn a lot about their needs and what it's really hurting them. We'll take this information, we'll put it in the system, the software will be adapted to what they need. And the result will be much better system than we can do without Deutsche Bahn. Nee, aber wir sind mega happy und wir freuen uns halt auf die Zusammenarbeit. Und ich meine, die Deutsche Bahn ist einer der größten Mobilitätsanbieter in Europa. Und die nächsten Monate sehen so aus, dass wir jetzt versuchen, konkret zu erarbeiten mit der Deutschen Bahn. Was sind die Probleme? Wo brauchen sie so ein System tatsächlich? Und dann halt möglichst schnell einen Live-Test machen an einem Bahnhof, wo wir zeigen können, wozu unser System in der Lage ist und vielleicht auch wozu nicht. Ja. Wir sind gespannt, wie Sie Ihre Ideen in den kommenden Monaten in der Mindbox weiterentwickeln und wie die ersten Prototypen aussehen werden.